Sehr geehrter Präsident, sehr geehrter Kommissar, ich danke und gratuliere all meinen Kolleginnen und Kollegen für die gute Arbeit und dafür, dass der Europäische Fonds für nachhaltige Entwicklung die Handschrift des Europaparlaments trägt. Dabei sind drei folgende Punkte besonders hervorzuheben. Erstens, die Nachhaltigkeitsziele der UN 2030 der Vereinten Nationen müssen als wichtigstes Kriterium an allen Projekten und Politikbereichen sichtbar sein und als Referenz kenntlich gemacht werden. Zweitens, das Pariser Abkommen muss von Europa insbesondere nach der Aufkündigung von Trump als wichtigstes Ziel stärker denn je unterstützt und umgesetzt werden. Deshalb begrüße ich, dass wir uns verpflichten, mindestens 28% der Investitionen für die Bekämpfung des Klimawandels für erneuerbare Energien und nachhaltige Ressourcen zu verwenden. Und drittens, die Projekte, die zur Beschäftigung beitragen, müssen die Arbeitnehmerrechte voll respektieren. Dazu gehören sowohl die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen als auch die Verankerung der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen in den Partnerschaftsabkommen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass diese Punkte eingehalten werden.